Astrostars TV mit dem Kurzbericht vom Spiel der VfL Sparkassen Stars gegen EN Basket Schwemm. Vor über 900 Zuschauern in der Bochumer Rundsporthalle kam der VfL zunächst stark in die Partie. Zach Haney sammelte gleich 12 Zähler im ersten Viertel und auch Connor Washington, der ein überzeugendes Debüt beim VfL ablegte, steuerte 7 Punkte für eine 26:20 Führung nach 10 Minuten bei. Den zweiten Durchgang startete Marius Bär mit 2 Dreiern, Lars Kamp und Zach Haney schraubten das Ergebnis auf 37:28 hoch, doch die Gäste aus Schwelm antworteten ihrerseits mit einer kleinen Serie und konnten bis zur Pause auf 41:40 verkürzen. Nach der hochklassigen ersten Halbzeit verflachte die Partie im dritten Durchgang, was auch daran lag, dass die Defensivreihen nun mehr Zugriff auf das Spiel hatten. Am Ende von punktarmen 10 Minuten sorgte Niklas Bilski zumindest noch für den 52:52 Ausgleich. Zu Beginn des Schlussabschnittes waren dann die Gäste das bessere Team und setzten sich zwischenzeitlich auf 55:63 ab. Ein Dreier von Lars Kamp läutete die Aufholjagd der Bochumer ein. Nun übernahm Neuzugang Connor Washington Verantwortung und führte den VfL auf 65:66 heran, Florian Wendler wenig später auf 67:68, bevor Lars Kamp zum 70:70 ausglich. Doch dann bleibt ausgerechnet Monty Scott seiner Tradition treu, Buzzerbeater grundsätzlich nur gegen den VfL zu treffen. Somit verlieren die Bochumer knapp und damit umso ärgerlicher. Ja, bitter am Ende verloren. Wir hatten die Chance auf jeden Fall zum Sieg. Am Ende dann Monty, also den besseren Wurf gehabt. War bitter, aber war bis jetzt das beste Spiel, was wir gemacht haben, glaube ich. Und ja, ich hoffe, wir können dran anknüpfen. Ja, es ist also die nächste Niederlage auf dem Konto der VfL Sparkassen Stars. Wie sich das auf die Tabelle auswirkt, das sehen wir uns jetzt einmal an. Die Tabelle in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord wird weiter angeführt von den BSW Sixers. Auf Platz 2 folgt unser Gegner vom letzten Spieltag, die EN Baskets Schwelm, punktgleich. In der zweiten Tabellenhälfte müssen wir leider feststellen, dass der VfL sich wieder auf einem Play-Down-Platz befindet. Momentan 11. in der Tabelle. Ganz interessant, Platz 10, unser nächster Gegner, Oldenburg. Und es wird nicht unbedingt leichter, denn nächste Woche spielen wir auswärts bei den Basket Juniors Oldenburg. Und wie wir alle wissen, konnten wir in Oldenburg noch nie gewinnen. Vielleicht diesmal. Viel Erfolg dabei, viel Spaß, bis demnächst. Ciao.